Das solltest du tun. Wenn du Rasierpickel vermeiden willst, achte zum einen, dass mehrere Klingen da sind, denn dann schneidest du alle Haare in der Regel gleichzeitig ab. Außerdem achte darauf, dass sie scharf ist, damit du nicht an der Hautoberfläche zu viel Haut abreibst. Das nächste ist, rasiere mit der Haarwuchsrichtung und ganz wichtig, nach dem Rasieren verwende etwas, was desinfizierend ist, aber auch gleichzeitig die Haut beruhigt und du hast ein sehr gutes Ergebnis, wenn du zusätzlich noch ein sanftes Peeling im Verlauf machst. Und jetzt weißt du, was du tun solltest, wenn du Rasierpickel vermeiden möchtest.